Ja, die Nacht ist rum. Ach, guck an. Hey, Risako-san. Hallo, Risako-san. Was ist los? Über Suichi. There's something wrong about his family. Es ist irgendetwas nicht in Ordnung mit seiner Familie. None of his family members were home. Keiner von seinen Familienmitgliedern war zu Hause oder ist zu Hause. I feel very uneasy about it. Ich fühle mich sehr uneasy über das. Uneasy. Unleicht uneasy. Keine Ahnung. I was wondering if Sachi-san knows anything. Ich frage mich, ob Sachi-san etwas darüber weiß. You want to take a look at her work diary? Möchtest du in ihr Arbeitstagebuch oder Protokoll schauen? That would help. Das würde helfen. Oh, and she's taking a sick leave again. Und sie hat sich nochmal krank gemeldet. Maybe you can visit her. Vielleicht kannst du sie besuchen. See if she is doing okay. Sieh nach ihr, ob es ihr gut geht. So, jetzt gehen wir nochmal in diesen Raum, wo wir die ganzen Notizen erhalten haben. Und übersehen bestimmt gleich wieder was. Wo finde ich das jetzt? Vielleicht in dem Ordner hier im Schrank? Da ist nichts. Wo sind Ihre Notizen? Da. Nee, da ist eine Karte. Okay. Hätte ja sein können. Die ist nicht da. Die ist im Pausenraum. Wo finde ich das? Die Akten. Die Akten, die sind ja in diesem Medizinschrank. Aber da funktioniert gerade nichts. Da ist alles abgeschlossen. Komme ich hier rein? Ja. Noch mal eine Karte. Was ist das hier? Kann ich nichts anklicken? Ah, ein Buch. Day one, just a normal day at Suichi's. Ein ganz normaler Tag bei Suichi. But there is one thing that bothers me. Aber da ist eine Sache, die mich beschäftigt. The house kind of smells. Dieser Gestank in diesem Haus. Where is it coming from? Von wo kommt es? I should try getting rid of the stench tomorrow. Ich sollte morgen, ja, dieses Stench loswerden. Ich weiß nicht, was Stench ist. Zweiter Tag. I didn't know Suichi suffers dementia. Ich habe nicht gewusst, dass Suichi dement ist. He doesn't talk much. Er redet nicht viel und if not at all, wenn überhaupt. This is odd. Das ist komisch. He was fine yesterday. Ihm ging es gestern gut. Maybe his symptoms are starting to show now. Vielleicht zeigen sich seine Symptome, fangen jetzt seine Symptome sich an zu zeigen. I pray he will be okay. Ich bete für ihn, dass es ihm gut geht, dass er ja, das ist ihm gut. His family members were supposed to be at home today. Seine Familienmitglieder hätten heute zu Hause sein sollen. They called us last minute that they can't make it. Die haben uns in letzter Minute angerufen, dass sie es nicht schaffen. It's just Suichi at home today. Heute ist nur Suichi zu Hause. I really wish they would let us know sooner. Es wäre mir recht, wenn sie uns früher informieren würden. Oh well, okay. I shouldn't complain. Ich sollte mich nicht beschweren. I try taking out the trash again and use the air fresher. Ich habe den ganzen Müll wieder versucht rauszuschmeißen und habe den Air Fresher, also die Lüftung benutzt, damit es besser riecht. Nothing seems to work. Es scheint nichts zu helfen. The house still reeks of something rotten. In dem Haus stinkt es trotzdem weiterhin nach irgendetwas Verrottetem, Verdorbenem. When I arrived today, also vierter Tag, als ich heute ankam, Suichi wasn't at home, war Suichi nicht zu Hause. Turned out he was lying on the ground outside. Es stellte sich heraus, dass er draußen auf dem Boden lag. Was geht hier vor? I also hear scratching of walls and banging on ceilings. Ich höre auch Kratzgeräusche an den Wänden und Klopfen an den
Dächern an den Boden oben, an, ja, an der Decke. Decke heißt es. I tried checking where the sounds were coming from. Ich habe versucht, woher die Geräusche kommen. Nothing there. Es ist nichts. Ah, the smell again. Nur dieser Geruch wieder. I just can't put a finger on where the smell is coming from. Ich weiß nicht, woher dieser Gestank kommt. Everything about that house is driving me insane. Das alles, was. Everything about. Alles über das Haus, alles im Haus macht mich verrückt. Fünfter Tag. The room in the second floor. Das Zimmer auf der zweiten Etage. What was that? Was war das? Grandma? Oma? Why are you here? Warum bist du hier? What are you doing? Was machst du? It can't be real, right? Es kann nicht echt sein, oder? Ich fühle kalt. Maybe I'm just sick. Vielleicht bin ich ja nur krank. I shouldn't go to work tomorrow. Ich sollte morgen nicht zur Arbeit gehen. What happened at Suichi's? Was ist bei Suichi passiert? Something is wrong. Etwas ist falsch mit Sachi-san. I have to go visit her. Ich muss sie besuchen. I can go now. Ich kann jetzt gehen. From what I heard, die Tür ist zugegangen. Das, was ich gehört habe, lebt sie in der Nähe, wohnt sie in der Nähe. Naja, dann. Rucksack brauche ich nicht, oder? Nee, ich komme. No. From what I remember, an das, was ich mich erinnere, lebt Sachi-san in der Nähe. She should be living at the tallest apartment building in this area. Sie sollte im höchsten Apartmentgebäudekomplex wohnen hier in dieser Gegend. Der höchste. Wenn man das jetzt noch sehen könnte, welcher. Da, der sticht schon aus sich raus. Komme ich jetzt da durch? Nee. Da muss ich da vorne irgendwo die Straße überqueren. Hier, Stolperfalle. Es ist auch rot. Ist das geil gemacht? Ich kann die Straße nicht überqueren. Es ist ja rot. Jetzt auch grün. Und dann stehe ich jetzt da. Oder muss ich irgendwo drücken? Da komme ich hier rüber. Hier komme ich rüber. Wie geil ist das denn? Und jetzt? Da lang. Das ist ja cool gemacht, eine Ampel. Aber Autos gibt es keine. Da ist das Gebäude, das größte, das höchste. Los, wo? Welche Tür? Welche Etage? Wer bist du? Ich werde dich nicht durchlassen. Huh? Do I know you? Kenne ich dich? Nein. So does that mean I can pass? Bedeutet das, dass ich durchgehen kann? Nein. Du hast die gleiche Uniform an wie das Mädchen, das hier lebt. That means I can't let you pass. Das bedeutet, ich kann dich hier nicht durchlassen. Warum? Ich lebe nicht einmal hier. Das macht nichts aus. You have to win a game of rock, paper, scissors. Du musst erst das Spiel Schere, Stein, Papier gewinnen. Then I'll let you pass. Dann werde ich dich durchlassen. Ha? Huh? Rock, paper, scissors. Are you kidding me? Nimmst du mich auf den Arm? Schere, Stein, Papier? Shut up and listen. Halt's Maul und hör zu. Or I won't let you pass. Oder ich werde dich nicht durchlassen. Okay, geht in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt. So, here we go. Los geht's. Rock, Stein, Papier, was nehmen wir mal? Wir nehmen die Schere. Und wie aktiviere ich das jetzt? Achso, shoot. What should I use first? Ich nehme Scissors, Schere. Ah! I lost. You are pretty strong. Du bist sehr stark. Ah! Wie auch immer. You really thought I would let you pass with just a game of rock, paper, scissors? Du hast doch nicht im Ernst geglaubt, dass ich dich nur mit einem Spiel durchlasse. Think again, loser. Denk nochmal nach, du Loser, du Verlierer. But you say, aber du sagst, all I need is one thing. Die einzige Sache, die ich brauche. I know you lot have. Ich weiß, du hast viel davon. I know you do. Ich weiß, dass du es hast. Have what? Was habe ich? Bring me the drug. Bring mir die Drogen. The drug? Die Drogen?
Stop playing dumb. Hör auf, dumm zu sein oder dich dumm zu stellen. I've been getting it from your friend. Ich habe es von deinem Freund erhalten. But she's acting weird lately. Aber sie ist zurzeit sehr komisch. And won't give me the damn thing. Und gibt mir nichts mehr. And runs off like a psychotic und rennt wie ein Psychopath davon. You say that, das sagst du. Bring me the drug, bring mir die Droge, and I'll let you pass. Und ich lass dich durch. Also, wir müssen wieder zurück in den Medizinschrank. Machen uns damit strafbar. Das halt so. Tut, tut. Tut, tut. Stolperfalle. Out. Da kommt ja nie ein Rollstuhlfahrer über die Straße. Und da ist auch für die Autofahrer. Naja, egal. Nicht wundern. So. Das war. Falsch. Eine Tür zu früh. Eine Tür zu früh. Mache ich das jetzt echt wirklich? Ja. Die letzte. Stand da Morphin gerade dran? Morphin, ja, Morphium. Top, die ist auf Dauergrün. Ist ja nicht schlimm, fährt ja eh kein Auto. So, mal gucken, ob er noch da steht und ob er uns danach durchlässt. So, bring me the drug, bring mir die Droge, ich hab sie doch schon. Ah, ja, das, das. Ah, so, ich komme durch. Enter apartment. Ja, frag doch nicht. Geh einfach rein. I don't need to go there right now. Ah, hier brauche ich nicht gehen. Jetzt muss ich nur. Okay, ich bin auf der richtigen Etage. Wenigstens etwas. Das liebe ich halt so. Auch mal so eine Wohnung gehabt, eine Maisonette-Wohnung, wunderschön. Eingang war über dem Balkon, ich finde das total genial. Richtig schön, Enter, yes. Yes. So, wo ist die Kleine? Die Tür ist zu, die geht nicht auf. Box of Tea, nee. Teebox. Kanne. Und wo koche ich? Hier. Stove. Wie mache ich an? Tasse. Ach so. Teebeutel. Teebag. Ah, ist das jetzt fertig? Stove. Jetzt Hot Water. Wir kochen erst den Tee, ohne vorher zu gucken, wie es ihr geht, wo sie ist. Das ist ja witzig. Was haben wir hier? Eine Karte. Da ist er. Oh, die sieht aber schlecht aus. Give it to Sachi. Ja, wir geben ihr den Tee. Den solltest du jetzt aber auch trinken, Mädle. Da steht schon eine Tasse, eine gebrauchte. Jetzt ist die Taschenlampe wieder weg, das ist doof. Da ist wieder was. Das habe ich doch aber schon gemacht, das Dorf. Ja, das ist vorbei. Das habe ich schon. Schrank, noch ein Tee.
Nö. Aber der Kühlschrank war vorhin aber nicht auf. Da komme ich nicht rein. Und da auch nicht. Das ist Post. Leave? No. Zieht sie die Schuhe aus? Nee, die zieht die Schuhe nicht aus. Und jetzt redet's. Are you alright now? Geht es dir jetzt gut? Es ist so kalt. Mach dir keine Sorgen. I think I just caught a cold. Ich glaube, ich habe mich nur erkältet. Hey, Sachi-san. So, I came here to ask you something. Ich bin hergekommen, um dich etwas zu fragen. I read your work notes. Ich habe deine Notizen gelesen. And what happened at Suichi's? Was ist bei Suichi's passiert? And what happened to his family? Und was ist seiner Familie passiert? Warum? Warum? Warum was? Warum? Oh, I'm sorry, I forgot to mention. Ich habe vergessen zu erwähnen. It's because I'm in charge of taking care of him now. Weil ich jetzt für ihn verantwortlich bin. Raus! Raus hier! I don't want to get involved anymore. Ich möchte da nicht mehr hineingezogen werden. Oha. Ja, jetzt muss ich mich aber komplett durchklicken. Sehr schön, wenn man das schon mal gelesen hat, dass das dann auch nicht mehr anklickbar ist. Oder dass da steht. Do you want to read it one more time? Möchtest du es nochmal lesen? Leave? Yes. Jetzt gehen wir aber zu Saichi-san. Zum Opa. Oh. Ich stehe jetzt gesprungen, die springt. Oh Gott, nee, echt jetzt. So, neuer Arbeitstag, hä? Nach dem Schock, wieso hat die sich jetzt umgebracht? Die scheint ja wirklich was ganz Böses da erlebt zu haben. Ich bin wieder in die falsche Richtung gelaufen. Where is everyone? Wo sind die alle? I have to get to Suichi's. Ich muss zu Suichi und draußen regnet. What is this feeling? Was ist das für ein Gefühl? I feel like I should hurry. Es fühlt sich an, als ob ich mich beeilen sollte. So, raus in den Regen. Nicht mein Regenschirm. Aber schöne. Halt, wir müssen links. Jetzt wäre ich fast falsch gelaufen. So, jetzt nach rechts. Jetzt über die nicht existierende Brücke. Gleich noch mal links. Briefkasten leer. So, jetzt. Boah, das stürmt. Geh mal gucken, wo der Opa ist. Meine Taschenlampe. Da ist er nicht. Wir machen hier auf. Der ist bestimmt oben. Oben ist ja irgendwas. Irgendetwas nichts Gutes. Was ist das hier? Ratten! Ich soll die Matratze zur Seite reißen. Die Ratten. Oh, du. Blut. Und jetzt? Hä? Komme ich von der anderen Seite rein?
Komme ich von hier irgendwo rein? Nee, das hatte ich, glaube ich, schon mal geguckt gehabt, gell? Wo ist der Opa? Da ist auch nichts. Bob. So ein bisschen komisch, krass. Oh, das stimmt. Ich muss da irgendwie rein. Was ist das hier? The package is open. Take it. Take what's inside. Ich soll das rausnehmen, was aus dem Paket, was drinnen ist. Den Inhalt rausholen. Carjack Crank. Wie heißt das auf Deutsch? Gewinde irgendwas. Keine Ahnung. Wenn wir ganz kurz durchstöbern, jetzt gehe ich wieder zurück zu den Ratten. Da was machen kann. Eine Taschenlampe halt schon wieder. Das ist doof, dass das immer weggeht. Nee. Ich kann da nichts machen. Irgendwo muss was sein. Was ist das hier? Ich gehe mal hoch auf die zweite Etage. Obwohl es mir da oben nicht so wirklich gefällt. Ich sag dir doch, es gefällt mir nicht. Take a peek. Soll ich reinspicken? Ja. Es regnet. Ich sehe nur Regen. Gleich kommt so ein fetter Jumpscare ins Gesicht. So, boom. Oder von hinten was. Ich kann nichts machen. Okay, nichts. Hä? Nochmal, komme ich jetzt tiefer rein zum Specken. Ein Spalt, ein bisschen mehr habe ich ja jetzt aufgemacht, da ist trotzdem nichts zu sehen. Ich sehe nur einen Regen. Aber, ich muss jetzt erstmal kurz warten, kann ich jetzt dieses Tool, dieses Werkzeug verwenden? These sliders are stuck somewhere. Irgendwo klemmt das. Maybe I can use something to force it open. Vielleicht kann ich etwas benutzen, um es zu öffnen. Ja, ich habe doch das Ding schon ausgewählt. Wo ist es jetzt? Es liegt auf dem Boden. Oh, es liegt auf dem Boden. Also reicht es noch nicht. Nein, ich hätte ihn einklicken sollen. Wir wollen ja nicht nochmal reinspicken. Aber jetzt habe ich eine Auszeichnung bekommen. Ach, egal. Keine Ahnung, für was. Nochmal reingucken. Ist ja witzig. Und wieso komme ich an dieses Werkzeugchen hier nicht mehr ran? Weiß ich nicht. Da ist nochmal eine Tür. Oh. Das Haus ist riesig. Und es ist laut. Was haben wir hier? Eine Karte! Wie viele gibt es denn von diesen Karten? Da muss doch irgendwas sein. Ja, es liegt immer noch auf dem Boden. Und die Matratze, da kann ich immer noch nichts machen. Das ist alles ein bisschen komisch. So, wir gehen auf die Suche. Da habe ich die Tür schon auf. Da war ich ja schon auch drin, genau. So, da ist nichts. Ja. Da ist. Ja, genau, da ist die Ratte. Und der Opa, der ist bestimmt hinter dieser verschlossenen Tür. Ich gehe nachher gleich mal hoch gucken, ob ich da irgendwas finde. Aber erstmal hier unten alles abchecken. Da ist doch nichts. Badezimmer. Nee, da ist ein Hocker. Die Küche kurz. Das haben wir ja auch schon. Aber raus bei dem Regen will ich jetzt nicht suchen. Aber vielleicht kann ich ja dieses komische Ding da nehmen.
wo ich die Latte da weggeschoben habe. Ich gehe mal kurz raus, gucke. Ich schließe ab. Zack, so. Oh, das stimmt. Ich bezweifle, dass ich das nehmen kann. Das ist auch gar nicht mehr da. Ist das ein Schuppen? Oder ich habe es vermasselt. Ich hoffe nicht, dass ich es vermasselt habe. Das wird doof. Da würde ich ja jetzt gar nicht mehr weiterkommen. Ich renne gegen die Wand. Oh, ist das laut, der Regen. Ich weiß auch nicht. Ich vermisse, verpasse irgendwo was. Ich gehe mal hoch auf den Dachboden. Da komme ich aber auch gar nicht mehr hoch. Okay, Dachboden hat sich in dem Fall dann erledigt. Aber das müsste doch irgendwie aufgehen. Ich habe doch dieses Tool da. Wir laufen nochmal hin und gucken. Und das ist etwas, was ich auch nicht verstehe. Ich wollte doch die Matratze zur Seite schieben. Zweierlei Sachen, die gerade gar nicht funktionieren. Boah. So hoch. Kann ich die Taschenlampe aus der Hand nehmen? Nee. Kann ich mich bücken? Nee. Die Sliders are stuck somewhere. Die sind irgendwo. Die klemmen fest. Bestimmt verkackert gerade. Ich guck noch mal rein. Oder vielleicht kriege ich es ja jetzt auf. Nee, glaube ich nicht. Noch weiter aufgegangen. Gepiekt, ja? Wir spieken nochmal. Trotzdem nichts zu sehen. Unter, hoch, rechts, links. Wie komme ich jetzt weg? Mausklick. Und wenn ich da jetzt nochmal klicke, tut sich nichts mehr darunter. Oh, jetzt habe ich was gehört. Da ist aber nichts zu sehen. Geht nicht auf. Geht auch nichts. Ich verstehe es gerade nicht. Ach, noch mal ein Bild. Einige leuchten, einige nicht. Das hier hat jetzt nicht geleuchtet. Was ist das? Eine Uhr. Wir gehen nochmal runter. Überall die gleiche Uhr, ha? Ich steck grad fest. Was könnte man machen? Wo ist da was? Haben wir alles durchgeschaut? Da sind die Rotten, die Rotten, die Rotten. Irgendwo muss doch irgendwas sein.
ist das hier? Müll. Nur Müll. So viel Müll. Alles nichts. Bin gerade etwas überfragt. Aber irgendwo muss das sein. Oh, ist der Regen laut. Da tut sich auch gar nichts. Das haben wir ja schon gemacht gehabt. Oder kann ich da noch was machen? Wieso hört es da nicht auf zu leuchten? Irgendein Werkzeug, irgendein Brett, irgendetwas zum Aufstemmen. Da ist wirklich nichts. Überall diese Uhr, 3 Uhr. Überall. Ob das noch was zu bedeuten hat, keine Ahnung. I'm a little bit confused. Ist draußen was? Ich gehe noch mal hoch. Was sein. Ich übersehe irgendwo was. Vielleicht hat es auch mit der Kartons weggeschmissen. Da liegt die Uhr auf dem Boden. Nee, hier ist nichts. Gar nichts. Von der Nase zu. Also im Haus ist nichts. Die einzigen zwei Sachen, die leuchten, ist oben die Tür, wo ein Spalt auf ist. Und das mit den Ratten. Wir gehen nochmal raus. Irgendwo muss draußen dann was sein. Anders kann ich mir das echt gerade nicht erklären. Hier leuchtet was. Also hat dieser Wendt doch was zu bedeuten. Ich muss da irgendwie rein. Ah, steck am Baum fest. Da rein komme ich nicht. Ich kann doch crouchen. Bin ich doof? Hardjack. Was ist das da hinten? Ja, ich will, da ist vielleicht noch drauf. Das ist eine Taschenlampe. Nee. Ich wollte mir gerade etwas weh. An der Seite? Nee, da kann ich noch nichts machen. Das kommt noch. Da dürfen wir das nicht vergessen. Hier am Auto ist auch noch was. So, wir gehen jetzt zurück. Wir suchen jetzt hier irgendwie die Tür aufzukriegen. Laufen schnell durch. Jetzt vielleicht, oder? Nee. Take a peek? Nee. Warte mal, ich kann noch runter. Ich verstehe es gerade nicht. Take a peek? No. Kann ich da was machen? Nee.
Das ist bestimmt vom Auto oder von der Rad. Ich gehe. Ha? Warte mal kurz. Ich gehe zu dieser Matratze. Vielleicht kann ich ja die Matratze damit wegschieben. Wanky, Wanky, das war aber vorhin aber nicht da gestanden. Der Schlüssel zum Van. Das stand vorhin nicht da. Wie oft habe ich denn da drauf geguckt? Nochmal raus, weil es so schön ist. Und ich habe gerade was gehört. Wo der Opa ist, wie sie weiß ich immer noch nicht. Oh, das regnet aber. Wanky! Und wie benutze ich denn jetzt? Da komme ich nicht durch. Von hinten? Wie benutze ich den jetzt? Oh. Nee, ich muss wieder da aufsammeln. Da ist kein Schloss. Ach, ach, die haben da vergessen, was einzubauen, meiner Meinung nach. Schlüssel in der Hand nehmen. So, wir machen Taschenlampe auf. Aber ich bin auch so rangekommen. Haha. Ich hätte den Schlüssel nehmen sollen, um an dieses Teil ranzukommen. Naja, egal. Zumindest haben wir hier dieses Bild so gelöst. Wir gehen wieder hoch. Wir gehen wieder hoch. Und vielleicht können wir jetzt nämlich das da oben nutzen, um die Tür aufzustemmen. So. Hin und her und vor und zurück. So, Dele, was machen wir jetzt? Sag ich gar nichts. Ich nehme das Teil jetzt nicht. Wo habe ich denn das jetzt? Da unten, da hängt es fest. Hier ist der Carjack? Ja, wir wollen das benutzen. Den Wagenheber oder irgendwie so heißt das. Keine Ahnung. Geht die Tür jetzt komplett auf? Ja. So, was kommt jetzt? Was erwartet uns jetzt hier? Auf jeden Fall haben wir da so ein Leuchteteil. Das ist noch von der Tür. Wir machen erstmal die Taschenlampe an. Und pieken. Spieken rein. Wir gehen rein. Eine Karte. Wir haben eine Karte gefunden. Bloody Note. Eine blutige Notiz. Good fortune comes beneath the floor. Das Glück kommt von unten. Keine Ahnung. Irgendwie so. Taschenlampe, oder? Ich traue dem Frieden nicht. So. Ich nehme dieses Teil in die Hand. Ist da was Leuchtendes noch? Nee. Kann ich dieses Ding benutzen? Gar nicht. Werde ich angegriffen jetzt oder für was brauche ich das jetzt? Aber die Notiz will uns was sagen. Good fortune, also Glück comes beneath the floor, kommt aus dem Boden. Habe ich das richtig übersetzt? Crowbar. Neue Geräusche hinzugekommen, oder? Oh, jetzt kriege ich ein bisschen gruselig. Die Ratten, kann ich die Ratten damit vertreiben? Nö. Was muss ich jetzt machen?
Jetzt bin ich wieder etwas weiß was. Pray it, oh pride. Ich würde mal sagen, es soll try it heißen. Möchtest du es versuchen zu öffnen? Na klar.